Gegen 14.15 Uhr bildete sich vor dem Autobahnkreuz Walldorf von Karlsruhe kommt ein Stau. Diesen erkannte wohl ein Lkw-Fahrer zu spät und schob zwei vor ihm befindliche Pkw auf einen weiteren Lkw. Dadurch wurde eine Person schwerst verletzt und wir gehen momentan davon aus, dass wir mehrere getötete Personen hier zu verzeichnen haben. Wie schwierig sind derzeit die Bergungsarbeiten? Man ist dabei, die Leichen zu bergen. Beide beteiligten Pkw sind erheblich deformiert. Für die eingesetzten Feuerwehrkräfte stellt es ein großes Erfordernis oder eine große Schwierigkeit dar, die Leichen zu bergen und die Fahrzeuge auch wieder auseinanderzudrücken. Die A5 in Richtung Nord ist aktuell gesperrt. Kann man davon ausgehen, dass das noch mehrere Stunden andauern wird? Stand jetzt gehen wir davon aus, dass es tatsächlich noch mehrere Stunden es erforderlich macht, dass die Fahrbahn komplett gesperrt bleibt. Sobald es möglich ist, werden wir versuchen, eine Fahrspur freizugeben, sodass wir hierzu etwas Entlastung führen können. Wieder einmal ein Unfall am Stauende. Was kann man denn dem Verkehrsteilnehmer raten, speziell im Pkw, wenn er an den Stau heranfährt? Wie kann man sich schützen vor so einem Unfall? Kann man sich überhaupt schützen, dass ein Lkw auffährt? Grundsätzlich stellen Staus oder auch speziell die Stauenden für uns eine große Gefahr dar. Und wir müssen hier auch leider konsternieren, dass es hier immer wieder zu Unfällen und auch zu sehr, sehr schweren Unfällen kommen kann. Ich kann nur jedem Pkw-Führer hier auch den Ratschlag geben, sowohl den Verkehr im Auge zu behalten, der vor einem ist, wie auch ständig den rückwärtigen Verkehr. Letzten Endes ist es spekulativ, ob es diesen Unfall so vermieden hätte. Auf der Gegenfahrbahn gab es auch bereits einen Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, den Verkehr auf Trab zu halten, sage ich mal. Aber immer wieder sieht man, dass Verkehrsteilnehmer ihr Handy zücken und die Unfallstelle versuchen zu filmen. Hat man dafür noch Worte? Das sind Szenarien, die uns und alle beteiligten Rettungskräfte hier nahezu sprachlos zurücklassen. Es gab hier einen sehr, sehr schwierigen und schweren Unfall. Und wie man dann auf der Gegenfahrbahn noch effekthascherisch irgendwelche Bilder hiervon produzieren oder machen kann, das ist für uns unverständlich. Die Verärgerung kommt deswegen, weil die Lkw-Fahrer und die Autofahrer an der Unfallstelle abbremsen, die Handys zücken, die iPads, die Tablets und das ganze Geschehen filmen. Es reicht nicht, wenn wir es jetzt schon abgesperrt haben. Nein, es wird dann noch mehr weiter verlangsamt, damit man irgendwo ein Fetzen von diesem Unfall mitkriegt. Das ist die soziale Gerechtigkeit innerhalb unserer Gesellschaft. Es interessiert überhaupt nicht mehr, was den Menschen passiert ist. Hauptsache, man hat noch rattenscharfe Bilder. Wir können schon langsam nicht mehr. Wir wissen gar nicht mehr, wie man die Unfallstelle absperren soll. Von der einen Seite kommen sie die Böschung rausgeklettert, um zu schauen, ob es hier Tote gegeben hat. Auf der anderen Seite, auf der Fahrspur, wo es laufen würde, da verlangsamen sie den Verkehr, um eventuell Bilder zu machen oder zu sehen, was da los ist. Unsere Welt ist nicht mehr normal.